Da das letzte Dividenden-Update bereits im März war, gibt es heute mal wieder ein neues Update, und zwar über meine Dividendeneinnahmen des ersten Halbjahres 2023. Bevor es losgeht, wie immer noch der kurze Hinweis: Das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern lediglich meine persönliche Meinung. Schreibt mir außerdem gerne in die Kommentare, wie hoch eure Dividendeneinnahmen im ersten Halbjahr 2023 ausgefallen sind, gerne auch mit Vergleich zum Vorjahr. Ich bin gespannt, wie es bei euch läuft und hoffe, dass ihr auch alles schön abgesahnt habt. Zunächst einmal muss ich mich aber entschuldigen, eigentlich kommt das Update zu den Dividenden ja wirklich monatlich. Jetzt die letzten Monate habe ich es etwas schleifen lassen, wie gesagt, das letzte Update war vom Monat März. Das heißt, ich schulde euch noch die Information, wie viel Dividenden ich im April, Mai und Juni bekommen habe. Deswegen hole ich das jetzt hier nach. Im April habe ich 178,91 € Netto-Dividende erhalten, im Mai 1710,39 € und im Juni 325,31 €. Wie gesagt, das Ganze sind schon die Nettobeträge nach Steuern und eventuellen anderen Abgaben. An dieser Stelle zeige ich jetzt hier nicht mehr, welche einzelnen Unternehmen in den Monaten wie viel ausgeschüttet haben, da das Ganze ja schon wirklich etwas in der Vergangenheit liegt. In Zukunft werden aber wieder monatlich die Updates kommen, wo ich dann auch immer zeige, welches Unternehmen wie viel ausgeschüttet hat in dem entsprechenden Monat. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal noch abonnieren. Was ich an dieser Stelle aber auf jeden Fall zeige, auch weil es einfach eine wichtige Übersicht für mich persönlich ist, wie viel Dividenden ich von den einzelnen Unternehmen bisher prozentual erhalten habe, also wie viel ein Unternehmen quasi insgesamt an meinen Dividendeneinnahmen ausmacht. Und hier sehen wir für das Jahr 2023 bisher, also für die ersten 6 Monate, dass British American Tobacco auf einen Anteil von 24% kommt, Allianz kommt bisher auf den gleichen Anteil, gefolgt von Apple mit 14%. Und all die ganzen anderen Unternehmen, die hier abgebildet sind, kommen dann auf einen Anteil von 5 oder weniger % von den Dividenden. Insgesamt bin ich relativ zufrieden damit. Ich dachte, dass BAT einen größeren Anteil annehmen wird. Natürlich hat Allianz jetzt hier einen relativ großen Anteil noch, der sinken wird, weil Allianz ja nur einmal im Jahr ausschüttet. Aber insgesamt ist hier kein Unternehmen zu stark gewichtet, was die Dividenden angeht. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Warum ist diese Grafik so wichtig für mich? Nun ja, ich möchte mich natürlich auch auf meine Dividendeneinnahmen verlassen können, und wenn hier ein Unternehmen zum Beispiel einen Anteil von 60, 70 oder 80% hätte und dieses Unternehmen irgendwann mal die Dividende vielleicht kürzen oder streichen müsste, dann wäre das natürlich nicht so schön für meine Dividendeneinnahmen insgesamt. Wenn die Dividendeneinnahmen hier aber insgesamt gut diversifiziert sind, dann kann man auch mal einzelne Kürzungen oder Streichungen verkraften, so wie es zum Beispiel ja bei mir auch schon bei Intel passiert ist. Dann schauen wir uns wirklich nochmal die Zahlen seit Jahresanfang im Detail an und dann auch noch im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Ich habe dieses Jahr bisher erhalten, also in den ersten 6 Monaten, 3.418,62 € Netto-Dividende. Das sind 17,75% mehr als noch vor einem Jahr. Da waren es zu diesem Zeitpunkt nämlich ca. 2.903 €. Im Jahr 2021, im ersten Halbjahr, waren es sogar nur 1.791 €. Das heißt, im Vergleich zu vor 2 Jahren konnte ich meine Dividendeneinnahmen in den ersten 6 Monaten fast verdoppeln. Und das ist doch mal schon wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Auch wenn die Steigerung jetzt mit 17,75% natürlich deutlich schwächer ausfällt als im Vorjahr mit einer Steigerung von 62%. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass 62% Steigerung natürlich schon wirklich extrem, extrem stark war und es nicht anzunehmen war, dass das hier einfach so weitergeht. Und auch fast 18% Steigerung sind ja noch ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis. Insgesamt, wenn man das mal auf die Monate runterbricht, habe ich dieses Jahr bisher pro Monat im Schnitt 570 € ungefähr Netto-Dividende erhalten. Vor einem Jahr war das noch 483 € und 2021 waren das nur knapp 300 € im Schnitt pro Monat. Das heißt, auch hier sieht man nochmal ganz gut, welche Summen da mittlerweile wirklich zustande kommen, auch wenn der Mai hier natürlich der Haupteinnahmenbringer war. Aber das Ganze ist eben so und letztendlich zählt ja auch, was insgesamt bei rumkommt in dem ganzen Jahr. Ich schaue hier nicht wirklich, dass jeder Monat irgendwie gleich viel Dividenden bringt, das wäre natürlich so die Wunschvorstellung, aber insgesamt habe ich ja auch noch ein Einkommen und so weiter. Das heißt, ich bin nicht wirklich darauf angewiesen, hier von den Dividenden zu leben. Deshalb für mich interessant, wie viel kommt am Jahresende wirklich bei rum, und das sieht bis jetzt schon mal sehr, sehr gut aus. Vielleicht auch nochmal kurz was zu den einzelnen Monaten, also gerade April bis Juni jetzt. Im April sieht man ja, dass die Dividenden tatsächlich rückläufig waren, insbesondere im Vergleich zum Jahr 2021, wo diese noch deutlich höher waren. Das liegt daran, dass ich damals noch Henkel in meinem Depot hatte, also dass 2021 die Dividenden im April so hoch waren. Die habe ich dann aber verkauft, deswegen dieser starke Rückgang auf 2022.
und auch jetzt 2023 eben eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang, weil ich keine Aktien nachgekauft habe, die in diesem Monat ausschütten und die Wechselkurseffekte eben etwas gegen mich gelaufen sind. Im Mai sehen wir dann wirklich nochmal einen starken Sprung und das, obwohl es im Jahr zuvor schon einen extremen Sprung gab. Das liegt daran, dass ich natürlich British American Tobacco weiterhin aufgestockt habe, auch die Allianz weiterhin aufgestockt habe und diese Unternehmen auch die Dividenden nochmal erhöht haben. Das heißt, hier gab es wirklich ein sehr, sehr gutes Wachstum und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr im Mai die Marke von 2.000 € Nettodividende knacken kann. Das wäre wirklich ein guter Meilenstein und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Juni war dann auch wieder leicht rückläufig, woran das liegt. Ich glaube, im Juni 2022 gab es tatsächlich irgendwie eine Sonderausschüttung quasi, beziehungsweise nicht Sonderausschüttung, aber eine Hauptversammlung wurde verschoben, weil sie als virtuelle Hauptversammlung stattfand und deswegen wurde da von irgendeinem Unternehmen, ich weiß gar nicht mehr von wem genau, im Juni ausgeschüttet, anstatt schon früher. Deswegen ist von 2021 auf 2022 dieser Sprung so hoch, jetzt aber wieder etwas rückläufig dann. Ist aber nicht weiter schlimm letztendlich. Intel hat auch gekürzt, das spielt auch noch ein bisschen mit rein. Aber insgesamt bin ich zufrieden damit. Und in Zukunft, die nächsten Monate, dürften die Dividenden nochmal deutlich höher werden. Ich habe ja weiter noch fleißig Aktien hinzugekauft. Also ich bin wirklich gespannt, wie es hier weitergeht. Falls ihr diese Entwicklung nicht verpassen wollt, wie gesagt, gerne noch den Kanal abonnieren. Gerne auch einen Daumen nach oben geben, wenn euch diese Videos gefallen. Ich bedanke mich fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.